Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge von unserem Mini-Let's Play. Wobei ich mich frage, ob das wirklich so mini bleibt, wenn man hier, wenn ich hier so lange brauche. Die Fallertür hat sich jetzt schon fast geöffnet gehabt, eben. Haben wir ja vorhin schon gesehen. So. Gehen wir einfach dahin, wo. Wir gehen einfach da. Hallo? Rein, wo wir hin teleportiert werden. Nee, hier ist nichts. Ich bin schon wieder von meinem Dings abgekommen, von meinem Plan, immer beim Vater anzudrücken. Ne, wir hatten sie ja eben schon fast einmal offen. Da, so. Wäre jedes Mal woanders hingeportet. Ich habe aber vorhin, nach dem Telefonat so ein bisschen überlegt. Das hieß ganz am Anfang, wir müssen eine Reihenfolge einhalten. Findet, wie war das die richtige? Also als wir in der ersten Folge, hieß es, findet die richtige Reihenfolge der Türen? Vielleicht geht es ja also gar nicht darum, immer nur auf den Vater zu drücken, sondern eine richtige Reihenfolge bei den Türen zu finden. Von den Ängsten. Das Problem, was ich ja habe, ist ja, dass ich das meiste nicht lesen kann. Also könnte es ein bisschen komplizierter werden. Monday. Ekro. Mikrometro. Ey, fuck you. Entschuldigung. Scheiß nochmal. Okay, wisst ihr was? Ich drücke jetzt einmal beim Vater. Wir haben Angst vom Vater. Die Tür. Oh, die Tür ging aber auf, oder? Geht die Tür auf? Kann ich nicht lesen. Ah, wartet mal. Nee, macht auch keinen Sinn. Obwohl, vielleicht muss es rot leuchten. Das probieren wir jetzt mal aus. Einmal runtergejumpt. Ah, wartet. Guck mal hier, das leuchtet. Das da unten leuchtet. Es leuchten nicht alle. Also gehen wir danach hin. Ne, warte, erstmal nochmal runter. Leuchtet noch was? Hier, das leuchtet nicht. Okay, Leute, ich glaube, ich hab's wieder auf einer ganz heißen Spur. Okay, und da unten ist noch eins. Alles klar, was ist da unten noch? Gucken wir da nochmal schnell, was da ist. Also wir haben vier Türen, die leuchten. Büb. Oh nein. Ich habe alles resettet. Anscheinend. Okay, Vater, das ist richtig. Okay. Okay. Ich glaube, langsam macht das Sinn. So. Okay, da unten habe ich alles resettet. Na gut. Gucken wir mal hier. Das leuchtet. Das leuchtet. Hier steht nichts dran, da gehen wir nicht rein. Dann sagen wir halt, das Geld ist noch. Wir haben noch Angst vor dem Geld, warum auch immer. Oh, das hat ja vorhin auch geleuchtet. Das war, wo war das Geld? Wo war das Geld? Wo war das Geld? War das doch oben? Nee. Ah, da, doch. Da ist es. Da ist es, da ist es. So, dann leuchtet gleich das Geld. Und wenn das Geld leuchtet, dann gehen wir zu dem. Ist irgendwas passiert? Vater leuchtet. Das Geld leuchtet. Das leuchtet unten. Hier, wir gehen auch zu dem Text hier, den ich nicht verstehe. Okay, das leuchtet jetzt. Achso, das war so Standardtür.
leuchtet auch. Haben wir noch irgendeinen Text? Oder was? Beziehungsweise da oben. Das. Da. Meine Güte, ey, was ist das? Also okay, es leuchtet jetzt das, das, das. Das. Money. Was zur Hölle? Oder müssen wir... Ey, dieses Spiel. Tut mir leid, aber ich weiß echt nicht, ob ich das ernst nehmen soll oder nicht. Was zur Hölle ist hier los? Oh, hier oben steht noch was. Sehr schön. Jo, irgendwas. Oh. Das hört sich gut an. Oder? Ey, es war doch, das war irgendwas Neues. Das hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht. Das Rauschen. Ja, es hat sich irgendwas verändert. Hier hoch. Ja, es war richtig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gehen wir hier mal weiter. Hier rum. Pim, 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 pim. Dang, oh, that smells so bad. What kind of people do that? They didn't even flush. Okay. Stecken wir doch mal unsere Hand in die Toilette. Können wir nicht schwimmen? Ertränken wir uns gerade selbst in der Badewanne? What the fuck? Was ist hier los in diesem Spiel? Oh Mann, ey. Ich spüle nie. Ich könnte die Toilette kaputt machen. Oder was ist da die Nachricht hinter diesem Game? Ich weiß es nicht. Also, es lässt mich echt ratlos zurück. Wenn ihr dahinter irgendeinen Sinn erkennt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ja? Also, bis jetzt ist es für mich einfach nur sinnloses Rumgeklicke. Well, Johnny, there goes another try. Nicht schlecht, oder? Ich weiß Bescheid. This really sucks. Some demon is controlling me. Who do I call for help? The police? Or just take me to the asylum? Maybe there are real Ghostbusters. I'll look that up on the internet, but even if they do exist, no one will come here at this hour. Neither Busters nor a priest. I won't be able to sleep after this. I think it's something by morning. I hope I can survive this night. Ja, und dann wieder ins Bett legen. Sehr smart. Oh Mann, Johnny, ey, du bist echt eine Dumpfbacke. Was? Warum? Setz dich vor den Fernseher, Mensch. Guck die ganze Zeit, keine Ahnung, Game of Thrones oder so. Irgendwas, aber doch nicht neben die Frau, ja, die ganz gruselig ohne Decke, ganz steif da liegt. Ja, aber das tut nichts zur Sache. Warum legst du dich denn wieder daneben? Ist ja vollkommen, vollkommen daneben, ne? Oh Mann, ey, Leute. Ich kann mich noch nicht bewegen. Doch jetzt. Ich würde gerne mal aus dem Fenster gucken. Okay, keine Bäume davor, alles klar. Und ist unsere Frau tot? Jane, what a night that was. I had a dream I was seized by a demon, and I almost jumped from the balcony, and you stopped me. Jane, where are you? There you are.
Jane, open the door. Oh Mann. Jane? Did you think it would be over so easy, Johnny? What's going on here? What do you want from me? Let me go. I won't call a priest or any Ghostbusters. I won't tell a thing to anyone. I'll just immediately collect my things and leave forever. Johnny, you won't leave me ever. Haven't you realized who I am? No! Who are you? Tell me! Ja, wer ist das bloß? Vielleicht kannst du ihnen nicht entkommen, Johnny, weil du ihn mit dir rumschleppst. Es ist dein verstorbener Zwillingsbruder, von dem du nie etwas wusstest. Nein! Nicht zurückschlagen! Oh, kann ich was machen? Nee. Ich glaub nicht. Nicht zurückschlagen! Hä? Was zur Hölle? Töten Jake. Lass sie am Leben, Jake. Was? Zwei? Ah, mit der Maus. Lass sie am Leben. Was? Was? Also, okay, John. Collect yourself. It's just a nightmare. How do I wake up? Okay, das ist neu. Können wir noch mit dem Fahrstuhl fahren? Ich traue mich eigentlich nicht. Irgendwie passiert auch nichts. Okay. Runter können wir nicht. Ah, dann gehen wir hoch. Ja, komm, wir gehen jetzt hoch. Brauche jetzt nicht mal an jeder Tür kloppen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ins Getippel. Okay, liegt hier ein Penner. Also ich vermute mal, wir konnten jetzt irgendwie fragen, ob jemand stirbt oder nicht. Und ich vermute mal, es ging darum, ob wir unsere Frau killen. Deswegen habe ich gesagt, lass am Leben, Jack. Was ich nicht ganz verstanden habe. Aber es ist egal, oder? Es ist einfach... Ah, es leuchtet. Wir gucken hier nochmal links, ob da vielleicht irgendwas ist. Da wieder jemand betet. Nee, auch wieder eine Pennerrolle. So. Was? Also ich hätte gedacht... Die ist zu. Also ich hätte alles drauf geschworen, dass das unsere Tür ist, wo wir hin müssen. Okay. Mal hier weiter. And here are the stairs from your nightmares. Okay. Könnte sehr ruhig sein. Ich kletter trotzdem nach oben. Ich bin nicht geistesgestört. Nein. Ich schlafe nur oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Durch die Tür will ich nicht. Ich gehe weiter nach oben. Und weiter. Immer weiter. Rauf, rauf, immer weiter. Ist ein bisschen ungünstig, muss ich sagen, dass sie sagen, dass
What? Oh Mann, ey. Geht das auch schneller? Ein bisschen ungünstig, dass halt gesagt wird, man kann es mit dem Controller spielen. Steht auf jeden Fall so auf der Steam-Seite drauf. Und man dann bei Fragen, die mit Zeit vor allem laufen, anscheinend nicht den Controller benutzen kann und auch nicht irgendwie die Tasten, sondern echt mit der Maus einklicken muss. Ja, es ist ungünstig, sag ich mal. Das hätten sie besser lösen können. Ja, aber das Spiel an sich, trotz oder gerade wegen diesen ganzen Fehlern, gefällt mir aber irgendwie. Es ist recht amüsant. Und nervenaufreibend. Weil es halt irgendwie buggy ist. Beziehungsweise nicht buggy, aber dann dafür irgendwie sehr... Was? Zum Beispiel das meine ich gerade. Was war das? Beziehungsweise sehr komisch. Ich kann froh sein, dass ich hier gerade nicht runtergefallen bin. Weil er auf einmal den Modus geswitcht hat. Stich. What do they mean after all? Aufwärts im Leben. Auch nach einem kurzen Berg. Ab geht's wieder hoch. I don't know. Es gabelt sich ein Weg rechts, dann gabelt sich ein Weg links, aber es geht immer... Oh, jetzt sind wir fast oben. Es geht immer weiter. Oh nein. Ich drücke jetzt gerade gar nichts. Welch eine Spannung. Okay. Ich weiß nicht, ob man es auch verkacken kann, indem man drückt oder so. Ich drücke einfach nichts. Okay, vielleicht muss ich jetzt dann doch was drücken. Ich drücke trotzdem weiterhin nichts. Sag mal, Johnny, du bist eben gerade eine viel schmalere Spur lang gelaufen, als das eben. Ah! Also, wie gesagt, das Spiel macht mich fertig. Es ist einfach... Weiß ich nicht. Das Spiel macht mich fertig. Das ist macht gar keinen Sinn. Das Spiel ist der Albtraum, glaube ich. Ich glaube, im Endeffekt ist dieses Spiel zu spielen. It will all end. Ist da alles vorbei? It will never end. Hier ist keine Treppe. Until you realize something. Da, hallo, Spiel? Bist du gerade gecrashed? Oh Mann, ey, Leute, das Spiel macht mich wahnsinnig. Das Spiel ist gecrashed. Nee. Oh. Hallo? Das Spiel hat sich mal ausgeruht. Es braucht hier eine kurze Pause. Aha. Da läuft jemand weg. Nein. Zwillingsbruder, den ich nie kannte. Wo bist du nur hin? Tür? Nee. Tür wieder zu. Tür wieder zu. So, entschuldigt. Ah. Wollen wir nicht hin, oder? Boah, Alter. Ihr Drecksäcke. Oder wollen wir doch raus? Oh Mann, ey. Ah, hier gibt's kein richtig und kein falsch wahrscheinlich. What the fuck? Geht das nochmal? Ich bin fast gestorben, ne? Dabei. Alter! Das übertreiben sie es aber. Geht jetzt alles im Kreis, oder was? Okay. Ah! Endlich im Kinosaal. Einmal Tür wieder zu, bitte. Oh! Hi! Hallo! Das bin ich. Das ist mein Papa vielleicht? Das ist mein Sohn. Das bin ich auch. Ich weine.
Wir hätten vielleicht doch rausgehen sollen. Es erzählt anscheinend eine Geschichte. Wir haben die eine verpasst. Wir gucken uns mal hier. Blümchen, das ist schön. Wir schauen uns ein bisschen zu, wie er hier gegen die Scheiben donnert. Und ich verabschiede mich. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Diesmal scheinen wir doch aber auf der richtigen Spur zu sein, wie es hier weitergeht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.